Das war falsch. Oh mein Gott.警察の愛。 私がふさりんぱ。 残り5分だ。 私が… Jetzt kann ich es mir, glaube ich, erlauben, auch mal open zu sagen bei der Tür. Geht nicht auf, ist Date da drin? Nein, das stimmt nicht. Die Person, die drin war, war... うちのれ…
お鍋にシチューが。 残り3分だ。 伊達の子。 そろそろ気をつけてね。 Wir könnten uns, glaube ich, auch erlauben, jetzt hier mal reinzugucken. Hey, da ist ja gar nichts drin. Das ist seltsam. Normalerweise sind doch immer meine Bücher da drin. Oh, ich begreife es. Es liegt daran, weil Date gar nicht weiß, was in meinem Schulranzen ist. Das hier ist ja Dates Erinnerung. Liegt dir nun wirklich was an mir oder nicht? Tja, gehen wir jetzt erst zur Mutter. Mama to Papa da. Mama. Mizuki. Ich liebe dich, Mizuki. Ich werde dich niemals loslassen. Wir werden für immer zusammen sein. Warum? Ich verstehe es nicht. Also Papa ist falsch, Mama ist falsch. Und Data hat gesagt, wir sollen zu den Eltern gehen. Dann gibt es danach vielleicht noch was Drittes. Oder gab es hier jetzt noch was? Ne, gibt es noch den Rucksack? Ich könnte den nochmal wegschmeißen. Zeit haben wir genug. Achso, ich habe es jetzt gar nicht angeguckt. Sorry. Okay. Es gibt nur Date und es gibt Mutter und Vater. Nein, nicht dahin.
Oder muss es in der richtigen Reihenfolge sein? Es Papa, dann Mama. Ah, komm. Das war zumindest schon mal ein Stückchen wieder in die richtige Richtung. Jetzt können wir immer noch mal zu Date gehen. Date, bitte wache auf. Ich bin nicht das, was du brauchst. Naja, Date, du bist auf jeden Fall schon mal viel besser als ihre leiblichen Eltern. Jetzt habe ich hier Faktor 6 an der Backe. 72 Sekunden haben wir noch. Ja, da musste er erst beinahe sterben, damit Mizuki ihm das mal eingesteht, dass sie ihn doch braucht. Wie bin ich denn hier gelandet? Krass, auch wieder ein Story-Ende. Das Mizuki-Ende. Jetzt haben wir verstanden, wie das Verhältnis Date-Mizuki wirklich ist. Dass Mizuki einfach in ihren ersten 8 Lebensjahren keine Liebe erfahren hat und deshalb auch so verschlossen war, innerlich aber schon gemerkt hat, was Date alles für sie macht und ja, konnte das aber nicht so zeigen, genauso wie Date das auch nicht zeigen konnte.
Da musste erst Date beinahe drauf gehen, bis Mizuki das dann mal eingestanden hat. Tja, leider ist Aiba nicht mehr da. Aber ich hoffe mal, dass nach dem Abspann, den wir hier gerade sehen, wieder noch irgendwas passiert. Ja, und das Somnium war ja ganz schön knapp. Ich denke, auch wenn ich beim ersten Versuch, also sagen wir, beim ersten Mal, wo wir in das Schwarze gegangen sind, wo ich dann mich zwischen Date, Mutter und Vater entscheiden musste, selbst wenn ich da noch genügend Retries gehabt hätte, hätte die Zeit gar nicht mehr gereicht, dreimal zu Date zu gehen und zu sagen, dass er der richtige Erziehungsberechtigte quasi ist. Oder der bessere Vater sozusagen. Ja, über Dates Vergangenheit haben wir dann ja nicht so viel rausgefunden. Wir haben eigentlich nur alles über Mizuki gelernt. Dementsprechend wird das auch das Mizuki-Ende hier sein. Aber schon lustig, dass Date sich für einen schlechten Vater hält und damit ja auch recht hat eigentlich. Aber es ist immer noch bei Weitem besser als das, was Mizuki vorher erlebt hat. Also Date ist halt... Er macht es unbewusst dann verkehrt. Also er liebt Mizuki und möchte für sie da sein, aber unbewusst tritt er halt in viele Fettnäpfchen, also... Sagt halt öfter mal falsche Sachen und so. Okay, es geht nochmal zum Schrein. Und Aiba sitzt auf Mizukis Schultern. Na, Aibo, Omae ima ore no hidari me kara deteru yo na. Hey, Aiba, jetzt wo du in dieser Form bist, meinst du, du kannst dich in die in die Opfergabenbox reinschleichen? Watashi ga saisenbako ni haittara, omae wa butabako ni hairu koto ni naru ga. Sore demo ii no ka? Auf jeden Fall. Ich gehe in die Geldkassette und du gehst ins Gefängnis. Ist das akzeptabel? Saisen. Nee, vermutlich nicht. Was heißt, Aiba wurde jetzt nochmal nachgebaut oder so? Gab es so ein Backup von Aiba? Bestimmt. Bezüglich Iris und Ota. Ota wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Es geht ihm gut. Iris no ho wa nyuin shita mama da kedo. Iris ist aber immer noch im Krankenhaus. Ja, habe ich gehört. Ich hoffe, es geht ihr bald besser. Ja. Jetzt will ich doch nochmal gucken. Können wir irgendwie was mit... Ja, ich kann mich auch selbst anwählen.
Es gibt keinen Sinn, mit mir selbst zu reden. Es sieht so aus, als würde ich verrückt werden. Jeder redet doch mal mit sich selber. Ich rede doch nicht mit mir selbst wie ein Verrückter. Auf keinen Fall. Doch. Na, ore, Yamanote-sen-Game yaroze. Hey, lass uns ein Reimspiel spielen. Oh, ukete tatsu. Du bist dran. Ja, ore kara na. Ja, ich fange an. Mejiro. Dick. Otsuka. Oh Gott, das ist eher so ein Assoziationsspiel. Titten. Komagome. Lippen. Oder vielleicht reimt sich das auch im Japanischen. Kann halt sein. Hüften. Du scheinst da wirklich immer bei einem Thema zu bleiben. Bist du sicher, dass er schon aus dem Krankenhaus raus durfte? Wer ist der Typ? Ist Date, ich muss es sagen. Aiba schaut diesen toll aussehenden Typen an. Wofür hast du gebetet? Dass du früh stirbst, damit ich deine Lebensversicherung einstreichen kann. Du bekommst keinen einzigen Cent. Was so betrifft. Es gibt da eine Sache, von der ich dir noch nichts gesagt habe, Date. Und das wäre? Das war 5 Tage nach dem ersten Vorfall, am Dienstag, glaube ich. Da war ich gerade auf dem Weg nach Hause von der Polizeistation und da habe ich So gesehen. Wo? Ich wurde zu Hause abgesetzt. War er alleine? Nein, es ging jemand neben ihm. Meine Klassenlehrerin. Sie ist auch gleichzeitig die beste Freundin meiner Mutter. Es ist eine lange Geschichte, ich erzähl's dir später. Und ist nicht zufällig auch Iris Mutter? Wissen wir eigentlich, wer Mizukis Klassenlehrerin ist? Ist das vielleicht die gleiche Klassenlehrerin, die einst Ota hatte? Ja. Immer hier. Nein, erzähl's mir jetzt. Ja, da. Möchte ich nicht. Doして? Warum nicht? Unaka peko peko da kara. Weil ich Hunger hab. Gohan tabe nagara oshiete ageru yo. Ich erzähl's dir beim Essen. Aber dann kriegen wir das ja gar nicht mit, oder? Aiba sitzt auf Mizukis Schultern. Ach so, genau, wir können auch mit Aiba reden. Warum bist du auf Mizukis Schulter? Es ist bequemer als deine Augenhöhle. Du darfst hier sitzen, wann immer du möchtest, okay? Versteck dich nur, wenn jemand kommt. Die Welt ist für dich noch nicht bereit. Und für was hast du gebetet? Ich glaube nicht an die Existenz eines Gottes. Aber weil wir hier am Schrein sind, hatte ich das Gefühl, es ist notwendig, der Tradition zu folgen. Und für was hast du gebetet, Date? Ich habe um nichts gebittet. Ich sagte einfach nur Dankeschön. Danke, dass du mein Leben gerettet hast. Bitte? Ich glaube, da ist ein Missverständnis. Achso, das habe ich jetzt falsch übersetzt. Data hat gedankt, dass Gott sein Leben gerettet hat, aber es war ja nicht Gott, sondern ich war es.
Ich habe die Kugel aufgehalten. Ja, aber Aiba, so gesehen hattest du irgendwie keine Wahl, ne? Du hättest ja schlecht ausweichen können. Das war einfach nur Zufall. Warte, erinnerst du dich überhaupt daran? Ja, tu ich. Alles, was ich sehe, wird sofort in die Cloud hochgeladen. Alles drahtlos in Echtzeit. Selbst wenn mein Körper total zerstört wird, existieren meine Daten noch als Backup und sind niemals verloren. Denn da können wir echt froh sein, dass Aiba nicht in Deutschland auf dem Land lebt. Und diese Daten schließen meine Erinnerungen ein und auch mein Zentralprogramm und quasi meine künstliche Intelligenz. Allerdings habe ich keine Informationen, was passiert ist, nachdem ich erschossen wurde. Weißt du denn, was Date sagte, bevor er das Bewusstsein verlor? Nein, was hat er gesagt? Ich sagte, Mizuki, ich bin so glücklich, dass du in Sicherheit bist. Nein, hast du nicht. Du hast gestöhnt, dass du gerne in einen Kabarettclub gehen möchtest. Ja, das klingt wirklich nach Date. Was die neuen Zyklopenmorde betrifft. Der Fall wurde geklärt. So Sejima wurde überführt, der neue Zyklopenmörder zu sein. Nachdem So Sejima gestorben ist, gab es keinerlei Verbrechen mehr nach dem gleichen Modus operandi. Ja, aber wir kennen immer noch nicht sein Motiv. Warum wurden diese drei als Ziele ausgewählt? Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich dachte erst, es hätte was... Oder was heißt erst? Im Verlauf des Spiels dachte ich auch mal, das hätte was mit dem Chemieunfall zu tun oder so. Oder... Hatten die irgendwelche Informationen gegen ihn in der Hand? Hätten die ihn vor Gericht bringen können oder so? Aber was haben denn Shoko, Renju und Iris gemeinsam? Ja, und warum hat er das linke Auge mal entfernt? Die Hauptermittler sind der Meinung, das Verhalten ist einfach das Resultat, weil So sadistisch und soziopathisch ist. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Oh, sorry, Mizuki. Nein, es macht mir nichts aus. Können wir sagen, wir gehen. Ja, sie mag keine Meeresfrüchte. Warum sind auf diesen Torbögen immer Vögel? Gute Frage. Es war einmal, als Amaterasu, der Große, aus dem Himmel hinabblickte, als er Küken einen Platz geben wollte. Warum machst du sowas immer?
Hey, da fällt mir ein. Du hast mich wie einen Idioten aussehen lassen, Date. Ich habe den Schrein mit meinen Freundinnen besucht und habe dann angefangen, meinen Bauchnabel zu waschen. Sie haben mich alle ausgelacht. In dem Augenblick hätte ich dich am liebsten von einer Brücke gestoßen. Na gut, komm, wir gehen. Stein. Da war noch was. Oder können wir mit uns selbst jetzt nochmal reden? Nein. Alles klar, wir gehen. Hey, warte, du hast es noch nicht gesagt. Was? Na, danke schön, dass du mein Leben gerettet hast. Ach, von dir habe ich aber auch noch kein Dankeschön gehört. Ich habe ja zuvor dein Leben gerettet, weißt du? Na gut, du musst es nicht sagen. Ich weiß ja, dass du mich liebst. Wer hat denn sowas behauptet? Oh, erinnerst du dich nicht? Als wir bei So waren, hast du gesagt, Mizuki, Mizuki, und da wirktest du wirklich richtig besorgt. Ich hab nicht Mizuki gesagt. Ich hab gesagt, wo sind meine Skier? Ich wollte nämlich nochmal auf Tour gehen, die Piste runter. Date, du bist eine totale Tsundere. Ah, Tsundere-Kai-no-Homeran-O-da-na. Eine Tsundere, jemand, der erst kalt und feindselig wirkt, aber irgendwann dann doch seine warme, freundliche Seite zeigt. Das trifft perfekt auf Date zu. Sowas will ich von euch beiden nicht hören. Wie meinst du das? Sie raffen es beide nicht, oder? Ja. Spielt keine Rolle, auf geht's. Wohin? Das weißt du doch. Wir essen jetzt den schönen Kotzeintopf. Wirklich? Hurra! Es hätte mich echt interessiert, wenn wir Sushi gesagt hätten, dass wir das mit ihr essen wollen. Weil sie ja keinen rohen Fisch mag. Aber da jetzt nochmal hin zurückzugehen, nur um das zu erleben, das wäre wirklich zu viel Aufwand. Okay, und das ist das Ende von der Mizuki-Geschichte. Das heißt, nächstes Mal können wir dann wieder einen neuen Weg einschlagen. Ich glaube, wir müssen ziemlich weit zurück in der Storyline. Ich speichere jetzt gerade mal und dann gucken wir uns nochmal das Bild an. So, wir sind hier. Das heißt, hier sind wir durch. Die ganze linke Seite haben wir durch. Das heißt, es fehlt jetzt noch die rechte Seite. Wenn man sich dieses Muster hier anschaut. Warte mal. Nee, es sieht nicht ganz so aus wie dieses Flowchart-Symbol. Aber bei dem Flowchart-Symbol wären 8 Enden. Wenn man den Anfang mitzählt, hätten wir jetzt 1, 2, 3, 4 Striche und es würden dann noch 4 fehlen. Vom Platz her würde ich aber sagen,
dass vielleicht nur noch zwei oder drei Enten hier kommen. Aber es kann sich da hinten ja auch nochmal auffächeln. Weiß man nicht, ne? Obwohl da hinten, nein, da wird sich das nicht mehr auffächern. Da wird das vielleicht nur noch einen Step nach links gehen. Ich glaube, da passiert nicht mehr so viel. Aber hier, da ist noch viel Platz zum Auffächeln. Ja, und dann wollen wir noch mal gucken. Ach so. Wir müssen jetzt ja quasi sowieso hierhin, hilft ja nichts. Da müssen wir dann den anderen Vogelkäfig anheben, gehe ich von aus. So, dann machen wir erst nächste Folge. Ich zeige das jetzt ja nur, damit wir uns nochmal eben das Bild angucken können. Ich habe No gesagt, ich will das Tutorial nicht gucken. So. Nee, wir wollen ins Menü. Und da uns die Files angucken. Album. Da haben wir jetzt Data A. Oh, da fehlt noch so viel. Egal ob mit oder ohne Brille, ich finde Schoko echt extrem streng. So, und bei den Personen hat sich nichts getan. Wir haben nichts Neues von Mizuki gelernt. Naja. Gut, prima, dann sehen wir uns vermutlich morgen wieder, wenn wir die nächste Verzweigung uns angucken. Also bis dann. Tschüss.